Wer noch rumrennt und irgendwas von Objektivität erzählt bezüglich Gaming, kannst du knicken. Ja, werf das wirklich in die Tonne. Völliger Bullshit. Hi Leute, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video und wir sprechen über die aktuelle Lage von Suicide Squad Kill the Justice League. Oh Mann, da ist ja einiges los. Wer bei der Steam-Datenbank reinschaut und die Spielerzahlen sich natürlich verinnerlicht, der befürchtet hier ganz Schlimmes. Ich würde das Ganze allerdings ein bisschen anders sehen, denn ich glaube, die Zeichen stehen ziemlich gut. Warum ich das denke, werden wir heute auch im Video ansprechen. Aber wir werden auch noch kurz auf einfach den Status Quo eingehen. Was ist die aktuelle Lage so zum Spiel und was wird jetzt demnächst noch kommen? Beziehungsweise was passiert gerade ansonsten auch noch sehr Interessantes? Und das Erste, was wir jetzt machen werden, wir werden einen Blick werfen auf Steam natürlich. Wie sieht es denn momentan hier aus? Wir haben immer noch sehr positiv mit 82%, 3795 Wertungen und sehr positiv. Ich finde, das untermauert einfach nochmal den Punkt, dass die Leute, die es tatsächlich zocken, doch im Schnitt 82% davon eben ziemlich gut finden. Da kann man unterstellen, was man will, aber so schlimm kann es nicht sein. Das Ganze bestätigt eigentlich auch nochmal hier der PlayStation Store. Hier haben wir 6973 Ratings. Also man kann auch sehr stark davon ausgehen, dass es deutlich mehr Leute auf der Konsole spielen als auf dem PC. Anhand dieser Wertungen auch. Verkaufszahlen haben wir ja bis dato keine, soweit ich weiß zumindest nicht. Aber anhand der Wertungen können wir davon ausgehen, dass deutlich mehr Spiele auf Konsole spielen und die Steam-Zahlen deshalb auch nicht ganz so aussagekräftig sind, beziehungsweise nicht die Gesamtspielerzahl von Suicide Squad Kill Justice League aktuell darstellen. Das kann man, denke ich, mal sagen. Und hier sehen wir eben 70% haben 5 volle Sterne gegeben, 17% haben 4 Sterne gegeben. So tummelt sich das Ganze hier gerade in der Verteilung und ich finde, das sieht auch immer noch bombastisch gut aus. 4,44 Sterne, also das ist Potenzial für ein Release von einem Loot-Shooter-Game und dann die kommenden Seasons noch drauf mit Verbesserungen, mit Patches, mit Fixes und neuem Content. Ab Season 1 neuer Charakter dabei kostenlos, ab Season 1 neue Strongholds dabei, also eine neue Endgame-Aktivität, wo mehr Abwechslung mit reinkommt. Es kommen aber auch andere Missionen noch dazu und natürlich auch Story-Schnipsel werden in der Season 1 mit dabei sein. Ganz zu schweigen von neuen Items und neuen Gearsets und anderen neuen Herausforderungen. Also da können wir gespannt drauf sein. Es ist ja gar nicht mehr lange hin. Also jetzt, wenn ich das Video veröffentliche, wahrscheinlich, denke ich mal, noch einen starken Monat, bis dann wahrscheinlich ein Video veröffentlicht wird von Rocksteady und da dann die Season 1 angekündigt wird. Davon gehe ich persönlich mal stark aus. Aber wir gehen jetzt weiter zu etwas sehr, sehr interessantem Spiel. Engram, ich danke dir dafür, dass du mir das hier hast zukommen lassen. Ich habe uns gedacht, Mensch, schön, Steam liebt Suicide Squad Kill the Justice League und ich verstehe absolut warum. Und dann dachte ich eigentlich, ja schön, Mensch, die GameStar, jetzt sagen sie doch mal was Positives und lassen mal ein gutes Harm-Game. Wobei, GameStar hat es nicht nur schlecht geredet, soweit ich das in dem Review gesehen habe. Also IGN macht da ganz viel schlimmere Faxen, finde ich. Die haben ja jetzt, weiß ich nicht, noch 5 Folgeartikel rausgehauen, um auch mit Suicide Squad das komplette Loot-Shooter-Genre oder Live-Service-Game-Genre in die Hölle zu verbannen, sage ich mal so. Aber hier hatte ich erst gedacht, Mensch, cool. Und dann kam ich hier drauf, ja. Also ihr seht jetzt hier Anzeige. Das bedeutet, was hier steht, ist bezahlt. Es ist gekauft, es ist ein Advertorial, es ist eine Anzeige. Deswegen ist es auch so markiert. Das heißt, das hier wurde beauftragt, von wem auch immer, ich denke mal dann Warner Brothers Games, hat hier mal ein bisschen was rübergeschoben, dass hier ein Advertorial gemacht wird. Deswegen muss es ja auch als Anzeige deklariert sein. Ja? Vielleicht hat Jürgen Horn tatsächlich wirklich viel Spaß im Game. Das würde ich ihm auch wünschen, das hoffe ich auch. Dann wird diese Anzeige auch wiederum authentischer, wenn man denn selber wirklich Spaß dran hat und sich das nicht nur ausdenkt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass dem so ist, denn es gibt ja tatsächlich ein paar Leute, die ja doch Spaß an diesem Spiel haben, wie wir ja auch unten in den Kommentarspalten immer wieder sehen, bei meinem Review-Video zum Beispiel, was auch eine sehr positive Resonanz insgesamt bekommen hat übrigens. Also ich habe ja da auch positiv-negativ beleuchtet und so, ist 44 Minuten lang, aber ich glaube über 93%
haben hier ein Like dagelassen. Also ist nicht so viel Hate unterwegs, wie man vielleicht denkt. Vielleicht ändert sich das jetzt, weil ich sage, könnte sein. Und man muss ja bei Steam auch noch bedenken, soweit ich weiß, werden hier übrigens die Wertungen genommen von den Leuten, die das Spiel auf Steam tatsächlich gekauft haben. Ja, das heißt, es gibt eigentlich noch mehr Leute, die es gekauft haben, natürlich, und nicht alle, die es gekauft haben, haben es auch bewertet. Aber es gibt wahrscheinlich noch mehr Wertungen von Leuten, die den Key von außerhalb haben. Und die werden da, glaube ich, nicht mit reingenommen in diese Zahl. Deswegen, ja, könnt ihr euch mal reinziehen, just for fun, sag ich mal. Da kann sich dann jeder sein eigenes Bild drüber bilden, wie dann die Perspektiven sind. Mag es eine Anzeige sein oder nicht und wie auch immer. Aber guckt euch das mal an. Und bevor jetzt natürlich wieder Leute kommen und dann sagen, ha, guck mal, die haben jetzt hier eine Anzeige geschaltet, guckt ein bisschen rum hier auf dem Spielemagazin. Es ist überhaupt keine Seltenheit, ja, dass Spiele oder Publisher hier auch sowas in einem Anzeigeformat buchen, dass so ein Artikel angefertigt wird. Das ist keine Seltenheit, da braucht dann nicht Warner Brothers Games oder Suicide Squad wieder hervorziehen und sagen, das wäre jetzt irgendwie was Besonderes. Und das ist genau eigentlich das Gleiche, worauf wir jetzt noch zu sprechen kommen im Video, was ich auch sehr, sehr amüsant fand, besonders wenn man dann ein bisschen länger drüber nachdenkt. Hier haben wir leider ja ein bisschen das vermurkst durch diese Anzeige hier an der Seite. Das ist von Forbes ein Artikel, der kam am 12. Februar raus, also stand heute bei mir beim Video hier. Vor 2 Tagen kam der raus. Paul Tassi mal wieder. Auch einer meiner Favoriten hier auf Twitter natürlich. Nee, er hat schon manchmal ganz gute Sachen dabei, finde ich. Bei Diablo 4 hat er halt natürlich auch geguckt, dass er seine Sichtbarkeit erhält. Aber das tun wir ja alle, die Content createn, sag ich mal. Ne? Ex-Rocksteady Dev shoots down Suicide Squad Kill Justice League Story Theory. Da geht es um das Thema Sweet Baby Inc., glaube ich, heißen die. Ja, ich hatte auch mal einen Kommentar bekommen, dass ich die anscheinend in Schutz nehme. Was ich nicht tue, weil ich sie bis dato gar nicht kannte und gar nicht wusste, was jetzt da das Problem war. Und ich glaube, ich habe mich jetzt auch nicht näher mit dem Thema beschäftigt. Ich habe kurz gegoogelt, was die machen. Also die sind quasi ein Dienstleister, ist sozusagen eine Agentur, gehe ich mal von aus, die von Spieleentwicklern oder Publishern oder beidem gebucht werden kann, die dann einfach Beistand leisten, zum Beispiel. Wie wird die Story rübergebracht? Wie wird der gesamte Inhalt im Spiel kommuniziert? Auch kulturelle Unterschiede in Betrachtung genommen oder auch sonstige vom Umfeld, vom kulturellen und vom vielleicht auch politischen Umfeld und einfach solche Sachen. Also, dass man mit Farbgebungen aufpassen muss in bestimmten Ländern, weil die Farben was ganz anderes bedeuten oder bestimmte Handzeichen und so weiter. Da gibt es ganz krasse Unterschiede. Da muss man auch vorsichtig sein, wenn man global released. Das ist ein Thema, mit dem man sich aber befassen muss. Also kulturelle Unterschiede. Wer sich damit befasst, wird sehr schnell merken, dass das sehr, sehr krass sein kann. Je weiter man auch hier zum Beispiel vom Westen weggeht, also von Zentraleuropa, sage ich mal. Aber gut, darum geht es ja meistens ja gar nicht. Ne? Also dass man wirklich weiß, warum dann sich da manche Dienstleister einschalten, weil halt tatsächlich Know-how manchmal tatsächlich wichtig ist. Besonders wenn man global unterwegs ist, kann das sehr, sehr böse enden, wenn man da nicht aufpasst. Aber hier habe ich gesehen, und das wurde auch immer auf einem YouTube-Kanal geschürt, also so ein internationaler Content-Creator-Name habe ich vergessen, gucke ich mir auch nicht weiter an, habe ich immer das Gefühl, also er geht jetzt so drauf, dass dieses Spiel extra woke sein soll. Dann habe ich mir das mal eine Minute einfach mal durch den Kopf gehen lassen und da habe ich gedacht, Mensch, ihr seid wieder richtig lustig eigentlich alle. Also das ist genau das Thema, was hier bei Suicide Squad allgemein so mitschwingt. Allgemein, es ist ein Loot-Shooter-Game und anscheinend wussten viele vor Release nicht, dass es ein Loot-Shooter-Game ist oder konnten das nicht unterscheiden oder nicht zuordnen. Haben es dann vielleicht gekauft oder haben es gar nicht erst gekauft und schießen jetzt gegen das Game, weil es nicht das ist, was sie wollen und erwarten dies von jemandem, also erwarten ein Spiel von einer Firma, machen die Firma dann aber kaputt und dann zu wollen, dass die Firma das Spiel für sie macht, was sie sich wünschen, mit Herzblut etwas Besonderes zu erzeugen. Wobei, wenn man sieht, dass diese Leute ein Risiko auf sich genommen haben, einfach mal was Neues versucht haben, was anderes versucht haben und ein Fett auf die Fresse kriegen, dass die dann noch viel Lust haben, neue, besondere Sachen zu machen oder andere Sachen zu machen, so wie ein Batman Arkham halt eben auch ein Risiko war, was halt mal geklappt hat oder was angenommen wurde. Nein, da denkt man irgendwie nicht besonders weit, finde ich.
Was ich schade finde, dass es einfach so eine Reaktion ist und einfach so bumm, ja, zurück. Und jetzt halt diese Extra-Vogue-Sache, nur weil da zum Beispiel in der Basis steht, glaube ich, wie Welcome All Heroes mit dieser Regenbogenflagge. Ich bin auch kein Fan von der Regenbogenflagge. Manche Leute haben mir schon in den Kommentaren unterstellt, dass ich irgendwie linksgrün oder sowas bestimmt wähle und so Zeug. Ja? Völlig daneben, Leute, gell? Also völlig geirrt. Aber es soll hier nicht um Politik gehen. Ich meine nur, dass dieser Kanal, auch der international ist, kommt mir so vor, als ob die mega so ein Problem haben, kaum ist irgendjemand homosexuell oder sowas, sofort brutale Brechreizreaktionen und deswegen wird dieses Spiel auch noch zusätzlich gehatet. Meine Güte, also das ganze Thema und so, ich will das gerne zu arg hier drin haben und so weiter, aber also ein bisschen grundlegende Toleranz. Wisst ihr, ich persönlich, um das mal vielleicht in diesem Video zu sagen, ich habe davor jeden Menschen einzeln betrachtet und ihn erstmal so genommen, wie er ist. Also wenn ich einen Menschen getroffen habe, dann habe ich ihn nicht auf irgendwelche Schubladen gesteckt oder so, sondern erstmal den Mensch versucht kennenzulernen und dann mir eine Meinung über diesen Menschen zu bilden. Das habe ich vor 20 Jahren oder vor 15 Jahren, sagen wir es mal so, gemacht. Und das mache ich heute auch noch so. Daran haben irgendwelche Kampagnen, irgendwelche Flaggen, irgendwelche Themen, irgendwelche Social-Media-Videos haben überhaupt nichts daran geändert. Oder irgendwelche politischen Influencer oder Einflussnahmen und dies und das oder irgend so ein komisches Zeug in einem Videogame, das hat daran nichts geändert. Und ich glaube, das ist eigentlich der Punkt, auf den es ankommt. Und deswegen finde ich, das Ganze ist sowieso ein Riesenquatsch einfach. Also entweder man ist ein Mensch, der offen ist gegenüber anderen Menschen und jedem Mensch eine faire Chance gibt, anstatt alle über einen Kamm zu scheren oder alle in eine Schublade zu stecken. Und wenn man das ist, dann braucht man auch dieses ganze andere Kampagnen-Ding und was auch immer hier gefahren wird oder nicht gefahren wird, braucht man nicht. Fertig, braucht man nicht. Ganz einfach, so sehe ich die Sache. Jeder Mensch hat eine faire Chance verdient und sollte individuell einfach auch, wird halt gemocht von jemandem oder wird nicht gemocht von jemandem. Ich werde auch nicht gemocht von jedem, ist halt so. Aber dafür muss man mich halt auch erstmal persönlich kennenlernen und nicht in einem Video. Ja? Wer da so vorurteilsbehaftet ist, tut mir leid, ich weiß es nicht, könnte man vielleicht auch nochmal drüber nachdenken. Egal, auf jeden Fall jetzt mal das zu diesem Thema vielleicht auch mal losgeworden. Del Walker ist ein ehemaliger von Rocksteady, der dabei war bei der Entwicklung von Suicide Squad Kill the Justice League. Und der hat hier, weil die hier schon am Ragen waren wegen Vogue und Sweet Baby bla bla bla, hat er gesagt, dass dieses Spiel eigentlich, also the story was created by the same two people who did the story for Arkham City and Arkham Knight. Ja, also es sind die zwei selben Leute gewesen, die diese Story geschrieben haben. Also, total entkräftet, ja, boom in your face, so jetzt hast du es, ja. Eure anscheinend so schlechte Story wurde von den gleichen Leuten geschrieben, die auch die Story von den Games geschrieben haben, die ihr so nach oben haltet als Beispiel Nonplusultra, ja. Now you have a source you can be released from your lies, misinformation. Also sehr feine Reaktion, wie ich finde. Denn hier überall so ein Fass aufzumachen, muss tatsächlich nicht sein. Und interessant ist natürlich auch, wenn man jetzt irgendwie auf Extra Vogue geht oder sowas, ja. Letztes Jahr, wisst ihr, was gemacht wurde? Also wenn jetzt jemand ein Problem hat mit Wokeness in einem Game, wer sich von einem Bärenpenis hat letztes Jahr durchvögeln lassen in Baldur's Gate 3, ja, und Game of the Year Awards und mit Awards zugeschmissen wurde, wo du auch irgendwas weiblich Aussehendes mit Schniedelwutz erstellen kannst, ja, das wurde gefeiert und durch die Straßen getragen, überall und Best Game Ever und dies und das. Und jetzt plötzlich ist es hier ein Problem, weil irgendwo eine Regenbogenflagge in einem Game ist. Also weißt du, mittlerweile wirklich, Leute, wir können uns davon verabschieden, irgendwie zu denken, dass irgendwo irgendein Magazin, irgendein Content Creator ist, der irgendein objektives Bild auf irgendein Spiel, ja, irgendein objektives Bild auf irgendein Spiel gibt. Das ist alles höchst subjektiv, was hier abgeht. Helldivers 2, guckt euch das an, höchst repetitiv. Ja, Matchmaking-Shooter. Und das wird plötzlich mega gefeiert. Ich gönn's ja dem Spiel, ist ja fein, ja. Ich habe Helldivers 1 mal angezockt, war nichts für mich. Deswegen mache ich Helldivers 2 auch nicht. Aber wer noch rumrennt und irgendwas von Objektivität erzählt bezüglich Gaming, kannst du knicken. Ja, werf das wirklich in die Tonne.
völliger Bullshit. In diesem Sinne, danke euch fürs Einschalten, Leute. Ich freue mich auf ein neues Video. Hoffentlich, dass ihr auch wieder mit dabei seid und schaut auch gerne mal beim Stream vorbei. Bis dahin, macht es gut und ciao.